schön und ich habe wieder die Freude, einen Mistelbacher Musiker, einen jungen Musiker Ihnen vorstellen zu dürfen. Er war beim letzten Music Maker an hervorragender dritter Stelle. Und es ist ein Musiker, der selbst komponiert, selbst seine Texte schreibt, hintergründige Texte. Und er hat auch ein eigenes Solo-Projekt, das nennt sich Schmähstart. Und ein Lied aus diesem Programm wird er uns heute interpretieren, mit dem Titel Der alte Mann. Begrüßen Sie mit mir Sebastian Stubenvoll. Jeden Tag, wann ich in die Schule gefahren bin, war er da. Ein alter Mann lernt in sein Fenster drin und schaut mich an. Die Jahre voller Trauer, voller Glück, spiegeln sie wieder in sein Gesicht. Ah, jede Norm, jede Falten, der hat zu der ganz besonderen Geschichte. Ich hab mich tausendmal schon gefragt, worauf er wart, so ganz allein. Auf eine verflossene Liebe oder einfach, dass die Kinder ihn wieder mal besuchen dann. Jahre ziehen dahin wie Autos, die jeden Tag vor sein Fenster vorbeifahren. Ich lebe mein Leben wie gewohnt, der alte Mann ist mittlerweile alltäglich geworden. Ich habe ihn länger nicht beachtet, eines Tages steh ich wieder vor sein Haus. Da sind schwarz gesackelte Männer, die tragen den Alten in einer Plastikkiste raus. Und ich steh mitten auf der Straße ganz perplex, fast dass ich selber warnen müsst. Ich hab ihm in die ganzen Jahre, die er mich begleitet hat, nicht einziges Mal grüßt. Denke ich manchmal gern zurück an den alten Mann. Ich frag mich wirklich, wie viele Jahre man alleinig und verlassen leben kann. Ich weiß nicht, wie er eine Kassen hat, aber vergessen wir ihn sicher nicht. Ich frag mich ständig, was passiert wird, wenn ich nur einziges Mal Guten Morgen gesagt hätte.
Ich hab 13 Jahre die Schule besucht, hab's durchgezogen und die Matura gemacht. Aber die wirkliche Lektion hat mir der Alte von seinem Fenster aus beigebracht. Wenn man jemand ein Lächeln schenkt, einmal nicht nur an sich selber denkt, an wildfremden Menschen auf der Straße redet, einfach mit offenen Armen durchs Leben geht, wie schwer ist zum Sagen, wie geht's da heut, und dass die jetzt zu treffen mir richtig gefreut, liegt uns das alles schon wirklich fern, wie schwer ist zum Sagen, ich hab die gern. Schwer ist zum Sagen, ich hab dich gern. Ich hab dich gern. Superstatue in Mistelbach hören konnte, wird uns jetzt ein Lied von B.O.C. singen, und zwar Ave Maria, Bühne frei für Selma Jahic. Thank you.
wir sonst leider nicht hören. Ich hoffe, dass man sie in Zukunft im Mistelbach mehr hören wird. So, jetzt müssen wir noch das Kerzerl ausblasen. Mal schauen, dass wir gleich die Feuerwehr brauchen. Na, wegen denen nochmal, ja, weil die sind da, die kennen da nichts, die rauchen wieder. Die sind vor allem eingeschaltet nach. Wir haben in Mistelbach, wenn Sie in die Musikschule gehen, nicht nur Theorieunterricht, sondern nicht nur Instrumentalunterricht, nein, Sie können auch Jazz-Tanz lernen bei der Judith Gattermeier. Übrigens, Dance-Ketten, das ja alle zwei Jahre einmal stattfindet, dieser Wettbewerb, ist im nächsten Jahr am 1. Mai wieder dran. Und Sie sehen jetzt ein paar Jahre, da steht ein Paket drauf, oder ein Wasser habe ich jetzt mit Finger. Also, das findet am 1. Mai statt und hier beweisen sich wieder junge Tanzgruppen im Jazz-Tanz und das wird wieder eine sehr, sehr tolle Veranstaltung und ein bisschen ein Vorgeschmack drauf, den bekommen Sie jetzt mit der Städtischen Musikschule, mit der Jazz-Tanzgruppe unter der Leitung von Judith Gattermeier. Thank you.
das mit der Gratulation zum 70. Geburtstag ist mir peinlich. Ich habe gerade in der Pause den Leuten erzählt, dass ich auf die 50 zugehe. Ich darf Ihnen eine Geschichte vorlesen, drei Weise aus dem Morgenland, nach einer Erzählung von Hans Habe. Und als die Weihnachtszeit nahte, da wurde es auf dem Hotelwirt Sepp Hinterhuber recht weihnachtlich zumute und er beschloss, die Preise zu erhöhen. Er nannte das sich gesund stoßen. Das hat er von einem deutschen Urlaubsgast aufgefangen. Der Ausdruck gefiel ihm mächtig, obwohl der Hinterhuber ein Tiroler war und die Bifki nur wegen ihres Geldes liebte. Den Gasthof mit Fremdenzimmern zu den Heiligen Drei Königen hatte der Hinterhuber von seinem Vater geerbt und dieser wieder von seinem Vater. Aber erst der Sepp hatte ihn groß gemacht, teils weil er die Fähigkeit besaß, sich gesund zu stoßen, teils weil die Leute um diese Zeit aufgehört hatten, auf zwei Füßen zu gehen und begannen lieber auf zwei Brettern zu rutschen. Das Hotel, über dessen Eingang das schmiedeeiserne Abbild der Heiligen Drei Könige hing, liegt nämlich in einem Wintersportort in, na, der Name tut nichts zur Sache. Nun liegt der Hinterhuber an der zu kurzen Saison. Saison sprach er bodenständig aus, mit Bai, so wie Mai. Es war also ganz verständlich, dass er die Weihnachtssaison entsprechend zu nützen gedachte, indem er die Preise anhob, die Köchin anwies, halbe Portionen zu servieren, der Zahlkellnerin beibrachte, dass 3 und 4 zusammen 9 ergibt, die neue Bettwäsche ins Lager brachte und dem Wein ein Nassbein nennte, darin bekanntlich ersäufet sind all sündhaft Vieh und Menschen. Die Saison setzte dann auch früh ein, obwohl der Himmel blau, die Sonne strahlend und die Hänge grün waren. Immerhin 3 Gäste trafen unerwartet früh ein, wenn auch ziemlich verdächtige. Sie fuhr ein uraltes, namenloses Auto, besaßen nicht das geringste Gepäck und der eine von ihnen war so sonnenverbrannt, dass man ihn für einen Schwarzen hätte halten können. Bei solchen Gästen verlangte der Hinterhuber Vorauszahlung. Das konnte den 3 Reisenden aber gar nicht imponieren. Vielmehr entnahm der eine von ihnen seiner speckigen Brieftasche eine ausländische Banknote und feuerte sie auf den Tisch. Als der Hinterhuber das Geld auf der Bank wechselte, bekam er 10.000 Euro. Da dachte der Hinterhuber Sepp, dass die 3 wohl Ölkönige aus Arabien sein müssten. Solche Leute waren komisch. Zuerst erfuhr der Hinterhuber, dass sie sich überall nach ihm erkundigten. Das war unangenehm, denn er war alles andere als beliebt. Seine Frau beispielsweise kränkelten schon seit langem, aber er nützte sie erbarmungslos aus. Dafür stellte er besonders in der Zwischensaison, wenn er sich nicht gesund stoßen konnte, dem Bauernmädchen nach. Und als der Bergführer Irlsigi abgestürzt war, hatte er sich wegen der Hochsaison nicht einmal an der Suchaktion beteiligt. Die 3 Reisenden konnten wirklich nichts Gutes über ihn erfahren, oder höchstens, dass er seinen kleinen Sohn liebte, den 10-jährigen Seppi. Aber das war vielleicht, weil ihm der Seppi ähnelte wie ein Ei dem anderen und weil doch kein Mensch ganz ohne gute Seiten auskommt. Der Hinterhuber fing an zu glauben, dass die Fremden nicht Ölkönige, sondern Beamte der Steuerfahndung waren, weshalb er ihnen trotz Ärgers nicht gleich die Tür wusch, denn seine Buchhaltung war nicht doppelt, sondern fünffach. Am Ende aber warf er sie doch hinaus. Und das kam so. Nachdem sich die 3 nicht nur als Detektive betätigt hatten, sondern auch sonst allerlei Unheil stifteten, der eine hatte Frau Hinterhuber gegen ihren Herrn und Gebieter aufgewiegelt, der zweite hatte seinen Konkurrenten, dem Gastwirt vom Goldenen Lamm, einen Baukredit versprochen, der dritte hatte im Wein die Wasserprozente genau erraten und laut verkündet. Nachdem also dies und manches andere geschehen war, ließen die Gäste den Wirt eines Tages an ihren Tisch kommen. Herr Wirt, sprach der eine, der einen Bart trug, wir haben eine Bitte an Sie. Es wäre sehr freundlich,
wenn sie das Aushängeschild über ihrem Tor entfernen würden. Jenes mit den heiligen drei Königen. Ah, das haben schon viel Kaffer wollen, schmutzelte der Hinterhuber. Wir wollen das nicht kaufen, entgegnete der Braungebrannte, der wie ein Ausländer sprach. Sie sollen es nur entfernen. Und es wäre nett, wenn Sie auch den Namen Ihres Hotels änderten, fügte der Dritte hinzu, der mit der dicken Brieftasche. Der Hinterhuber war sprachlos über diese Unverschämtheit. Dann aber dachte er, die drei seien vielleicht Abgesandte eines amerikanischen Hotelkönigs. Deshalb fragte er sie, was sie denn mit ihrer dolldreisten Verlangungen beabsichtigen. Nichts Besonderes, antwortete der Bärtige. Wir finden nur, dass es in einem Betrieb, der seinen Namen von der Heiligen Schrift nimmt, etwas heiliger zugehen sollte. Gewiss, fuhr er etwas milder fort, über den Türen der meisten Menschen hängen falsche Schilder. Manche bauen nur Wände, damit man die Leere im Inneren nicht sieht. Sogar ihre Gesichter sind oft nur dazu da, die anderen zu täuschen. Aber einmal muss man ja anfangen, mit den falschen Schildern aufzuräumen. Also werden Sie das Schild entfernen und den Namen ändern. Es ist nicht schwer zu verstehen, dass der Hinterhuber ohne dies je zornig veranlagt einen Wutanfall bekam und die drei aufforderte, die Koffer zu packen. Das heißt, von den Koffern sagte er nichts, weil die hatten ja keine. So leicht ließen sich die drei jedoch nicht abfertigen. Sie erklärten zwar, ins goldene Land zu übersiedeln, aber dabei benahmen sie sich recht vordergründig. Der eine sagte, die Weihnachtsgäste würden samt und sonders ins goldene Land ziehen. Der zweite unkte, es würde noch vor Weihnachten durch das Dach regnen. Und der Schwarze verstieg sich sogar zu der Behauptung, es werde diesen Winter absolut nicht schneien. Es sei denn, dass es sich der Hinterhuber noch überlegte. Das war am Abend des 19. Dezember gewesen. Wie hätte der Hinterhuber das vergessen können, da sich von der Stunde an, als die drei mit ihrem uralten, namenlosen Auto um die Ecke bogen, die unglaublichsten Dinge ereigneten. Zum Beispiel regnete es nicht nur durch das Dach, das doch erst im Frühjahr neu gedeckt worden war, sondern es regnete auch Telegramme von Saisongästen, die ihre Zimmer abbestellten. Dafür wurde der Parkplatz beim Goldenen Land zu klein, so viele Mercedes, Porsches und Bayerische waren angekommen. Und das alles, obwohl es absolut nicht schneien wollte. Eines aber geschah, dass die drei Ölkönige oder Steuerbeamte oder Hotelfachleute oder was sie sonst reinmachen, nicht prophezeit hatten. Zwei Tage vor Weihnachten wurde der kleine Seppi krank. So krank, dass der Dorfarzt Dr. Steinmetz sagte, meine Kunst ist am Ende. Der Hinterhuber telefonierte mit einem Facharzt. Der Facharzt war auf Skiurlaub, aber nur nicht am falschen Ort. Das waren die meisten Fachärzte und Professoren. So entschloss sich der Hinterhuber, in die Kirche zu gehen und zu beten. Obwohl er seit Jahren nicht in der Kirche war, erinnerte er sich, dass man Gott zum Unterschied zu den Professoren immer zu Hause antraf, sogar in der Freizeit. Auf dem Heimweg überlegte der Hinterhuber, dass das mit den Gelübden so eine Sache war. Sie fluchten wenig, wenn man seinen Teil nicht hielt. Nun ließ sich freilich nicht alles auf einmal in Ordnung bringen, aber man konnte immerhin anfangen. Er ging in die Küche und sagte seiner Frau, dass sie müde aussehe und sich niederlegen sollte. Das hat er seit Jahren nicht gesagt. Mit der Köchin begann er ein Gespräch über das Weihnachtsgeld. Als das Zimmermädchen vorbeilief, faltete er seine Hände hinter den Rücken und erkundigte sich freundlich nach dem Verlobten der Hübschen. Dann nahm er die Speisekarten, die speziell für die Saison frisiert waren, und setzte die alten Preise wieder ein. Nur mit dem Wein konnte er nichts mehr machen, der war schon verbanscht. Der Kleine fieberte noch immer und die Frau weinte. Da hatte der Hinterhuber einen Einfall.
Und weil er ihn gleich ausführte, glaubten alle, er habe den Verstand verloren. Er schleppte eine Leiter vor das Haus und schickte sich an, das Aushängeschild mit den heiligen drei Königen zu entfernen. Wie er aber oben stand und die Hand danach ausstreckte, da erschrak der Hinterhuber selbst so gewaltig, dass er beinahe von der Leiter stürzte. Die drei schmiedeeisernen Könige, die schon seit 100 Jahren in dem verzierten schmiedeeisernen Rahmen ihr ödes, schmiedeeisernes Dasein gefristet hatten, die sahen genau so aus, wie die drei Gäste, die er davon gejagt hatte. Der mit dem Bart und der mit der Brieftasche und der mit der dunklen Haut. Die Leiter schwankte richtig zwischen den Beinen des Hinterhubers. Hammer und Zange fielen ihm aus der Hand und schlugen auf den Gehsteig auf. Jetzt hätte er das schöne alte Zeichen nicht mehr entfernen können, auch wenn er gewollt hätte. Aber er wollte gar nicht. Er dachte, es sei vielleicht einfacher, die heiligen drei Könige oben zu lassen und sich künftig so zu benehmen, als seien sie bei ihm zu Gast. Es begann zu dunkeln, als der Hinterhuber zum goldenen Lamm hinüberging, was ihn allerhand Überwindung kostete, denn er prozessierte mit dem Besitzer. Er grüßte höflich und erkundigte sich nach den drei Ölkönigen oder Finanzbeamten oder Hotelkäufern oder was sie sonst sein mochten. Man sagte ihm, sie seien abgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes, abgefahren. Und man habe schon die Polizei verständigt. Die Rechnung seien sie nämlich schuldig geblieben. Die solche sei Richtigkeit, sagte der Hinterhuber. Sie haben das Geld bei mir lassen. Und er bezahlte die Rechnung, obwohl er sich die drei ganz schön gut geben ließ. Er machte sich auf den Heimweg, die Glocken läuteten und in Fenstern leuchteten die ersten Weihnachtsbäume. Ein wenig leuchtete und läutete aus im Herzen des Hinterhubers. Dann aber stand sein Herz still, denn vor dem Hotel stand die Wirtin und winkte aufgeregt. Der Hinterhuber begann zu laufen. Als er jedoch das Gesicht seiner Frau aus der Nähe sah, leuchtete und läutete es wieder in seinem Herzen. Der Seppi ist fieberfrei, sagte der Doktor. Der Doktor hat gesagt, er kann es gar nicht verstehen. Ja, was versteht denn der Mensch schon? Und weil er gerade unter dem Schild mit den heiligen drei Königen stand, blickte er hinauf. Jetzt musste er erst recht lächeln, denn die drei da oben sahen seinen Gästen so ähnlich, als wäre der schmiedeeiserne Rahmen ein Gästebuch, in das sie ihre Konterfeis geklebt hatten. Auch die Wirtin blickte hinauf, aber da sie annahm, dass er zum Himmel emporgeschaut hatte, sagte sie, ja, es fängt eh schon an zum Schneiden. Es schneite tatsächlich. Die großen weißen Flocken setzten sich auf das schmiedeeiserne Gästebuch. Bald sah man nichts mehr von den Weißen aus dem Morgenland. Der Hinterhuber fasste seine Frau um die Schultern und ging mit ihr langsam ins Haus. Und zwar, es kommt der Schulchor der Hauptschule Garbetsdahl, die ja alle 2 Jahre, glaube ich, ein Musical aufführen, heuer ein selbst komponiertes von Gerhard Weißenböck. Emily Hensel, die Leiterin, sie spielt heute Klavier, ist heute da mit Edith Riebel auf der Gitarre und dem Schulleiter, dem Kurt Jancic. Spoon der ersten Stunde und Bassist, alles Mögliche. Aber das Wichtigste ist natürlich heute der Chor, sind die Kinder. Und zum Schluss hören Sie deutsche Weihnachtslieder, solche, die Sie sich wahrscheinlich selbst nicht nur den Christbaum singen. Ich habe sie zum Teil nicht gekannt.
Sterne sind wie Spiegel, ich wünsche mir Bühne frei für die für den Hauptschulchor Kappenstein. Yeah.
wünsche mir, dass nirgendwo auf dieser Welt ein Mensch ganz traurig und alleine ist und niemals soll sich fühlen, als sei keiner da und denken, dass ihn jedermann vergisst. Das wünsche ich mir, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass überall auf dieser Welt die Augen und die Ohren offen sind und dass die frohe Botschaft jedes Herz erreicht, die Botschaft von dem neugeborenen Kind. Das wünsche ich mir. Mikros aufgestellt hat, sodass das ganz zügig abgelaufen ist. Eine Top-Firma in Mainfeld. Und herzlichen Dank an unsere Kunden. Und das Licht, wie könnte es anders sein, Jürgen Jandl. Dankeschön wieder für die Aufmerksamkeit. Ja, dann sage ich Dankeschön bei der Christmas in Mistelbach Stageband unter der Leitung von Johannes Grill.
Künstlern und Mitwirkern, die heute hier so tolle Auftritte geliefert haben. Herzlichen Dank. Und natürlich auch allen freiwilligen Helfern, die das ermöglicht haben, dass wir heute hier diese Show liefern konnten. Allen voran Christoph Gahr. Dankeschön. Die Weihnachts-Medley, da gibt es ein paar bekannte Melodien dabei. Das letzte Lied werden Sie nicht kennen, das ist von mir. Das geht hoffentlich nicht schief. Also dann, wir bedanken uns recht herzlich bei Ihnen, kommen Sie gut heim und wir verabschieden uns mit dem Christmas-Medley 2010. Bitte, Hans. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we grow laughing all the way. Bells of the ring, walking says bright, what a fun it's right to sing, send it to the night. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then now the reindeer loved him as they shouted out with glee. Rudolph the red-nosed reindeer will go down in history. Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas on the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas on the bottom of my heart. Look at the children with their eyes open wide. I'm waiting Santa and it's Christmas surprise. Enjoy the feeling and leave the rest of this is Christmas. You'll see the time is full of pain and of joy, but everyone you see is busy and jealous. This shifting season of friendship and love. Yeah.
feeling. Take a rest, cause this is Christmas at its best. The mean, the time of year is silent and quiet, but everyone you see is busy and tight. This should be the season of friendship and love, but why does no one see the stars from shining above? Look at the children with their eyes open wide, awaiting Santa and his Christmas surprise. Enjoy the feeling and take a rest, cause this is Christmas at its best. Christmas trees and benefits to mouses, to the noble steeds. Then it's Christmas